Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind heute mal wieder bei DM und schon was Neues gibt. Und hier habe ich von Elegant Touch, gab es so Acrylnägel, dann einmal solche schlichten. Dann gab es solche türkisfarbenen. Auch voll schön, die sollen übrigens 10 Tage halten. Dann solche blauen, hellblau. Dann solche gelben. Das ist perfekt zum Frühling, so quietschgelb. Dann haben wir hier nochmal solche nudefarbenen. Sehr natürliche Nägel. Und ja, dann haben wir, Balea hat so eine coole Limited Edition rausgebracht, da gab es so Scrunchies, dann gab es so ein Set mit Mini-Pinzetten, so Pastellfarben, voll schön. Dann gab es so eine Nagelfeilen-Set, gab es, in so Flower, Blumenprint. Dann gab es einen Gouache-Stein und ich liebe das, ja, da so eine Jawline bekommen und ich wollte das schon immer ausprobieren, so eine Herzform, voll süß, habe ich direkt mitgenommen. Und boah, Leute, können wir bitte mal darüber reden, wie süß dieses Packaging ist. Und da haben wir immer hier Make-Up-Behalterung mit Make-Up-Eye und das habe ich mitgenommen. Ich liebe immer solche Sachen. Und, oh mein Gott, Leute, können wir bitte mal darüber reden, wie süß dieses Packaging ist. Einfach Macarons in Pastellfarben und das sind so Make-Up-Schwämme. Voll süß, Make-Up-Beauty-Blender. Und dann gab es noch ein Pinselset für 10 Euro mit 4 Pinseln, einem großen und dann 3 kleinen, also ein Puderpinsel und dann noch 3 weiteren Pinsel für 10 Euro. Aber ich weiß nicht, ich dachte, ich habe so viel Pinsel, deswegen habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich es jetzt nicht so krass fand. Deswegen, ich habe sowas ähnliches schon zu Hause. Und das ist, die Limited Edition heißt Spring in Paris. Also der Name passt auf jeden Fall mega, mega gut. Und jetzt sind wir in der Osterabteilung und da gab es Papierblumenbastels. Das fand ich auch sehr, sehr cool. So zur Osterdeko zum Beispiel. Und dann gab es so süße Ostereier-Tattoos. Also sehr perfekt, wenn man zum Beispiel was verschenken möchte zu Ostern und dann diese Tattoos drauf macht, dann wird das nochmal schöner aussehen, das Geschenk. Dann haben wir hier Kartensets zum Besticken, auch voll cool. Eine richtig süße Geschenkidee. Wenn man so eine Osterkarte mit so einem Ostergruß verschenken wird, dann gab es hier Naturzauber, so ein Set zum Verschenken, zum Beispiel auch für Ostern und wenn jemand an Ostern rum Geburtstag hat. Dann haben wir hier richtig süße Serviten von Profissimo. 20 Stück sind da enthalten und kostet 1,45 €. Dann haben wir hier Pfanne in Herzform. Das, wie süß ist das bitte? Zum Beispiel, da kann man zum Beispiel auch so Spiegeleier machen an Ostern. 12,95 €. Und zum Brunchen, das ist so, so, so nice. Wirklich, liebe ich. Und dann gab es noch hier Kekse. Da kannst du so Kekse reinfinden. Zum Beispiel auch zu Ostern oder so. Oder auch anderes Gebäck zu Ostern. Oder vielleicht auch später für Weihnachten. Ja, voll süß. Zur Aufbewahrung. Und dann haben wir hier nochmal so eine, so mit so Häschen so eine Aufbewahrung. Das ist auch voll süß. Kannst du auch Kekse und sowas zum Verschenken. Super. Und ja. Dann haben wir hier für Schokolade so eine Aufbewahrung. Auch voll cool. Zum Beispiel so Schokoladenhäschen oder so. Keine Ahnung. Dann von Langhaarmädchen gab es ein Treat Your Hair With Care, so ein Set. Und da war ein Scrunchie dabei. Und ein Shampoo und eine Spülung. Voll nice. 100 Milliliter sind in den Produkten enthalten. Spülung und Shampoo. Dann gab es solche Kerzen, die fand ich auch süß, zum Beispiel zur Osterdeko, sind die perfekt für 4,25 €. Dann gab es noch so eine süße Kerze, so perfekt für den Frühling, als Deko für 2,95 €. Und dann haben wir so ein süße Küken in so einem Osternest, das ist so süß zur Dekoration für 2,45 €. Dann haben wir so eine süße Schüttelkugel mit so einem Schäfchen. Letztes Mal hatte ich die ja mit einer Kugel gezeigt und die für 3,55 €. Und ja, das war die, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, auch für 3,55 €. Super süße Deko zu Ostern. Könnte ich auch verschenken, ne? Und das ist auch voll süß, so ein kleines Küken im Osternest. Für 2,45 € ist auch eine sehr, sehr cute Osterdeko. Dann hatten die auch super süße Tassen, so mit Ostereiern drauf. Und dann hatten die nochmal so eine, auch mit so Blumenprint drauf. Und hier Be Happy, das finde ich auch voll süß für 5,45 €. Und dann so ein Gefäß mit einem Hasen drauf für 5,95 €. Kannst du auch Kekse oder irgendwelche Leckereien zu Ostern rein tun. Und das ist auch süß. Das ist ein Windlicht. Für 3,95 €. Kannst halt eine Kerze reinstellen, ne?
Und das nochmal in Rosa, so ein Windlicht. Und nochmal in Blau. Und in Grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Das brauchen wir, glaube ich, alle gerade. Und ja, dann nochmal in so einem Gelb-Grün. Und dann hatten die nochmal hier so eine Lichterkette mit LEDs, auch voll schön. Und dann nochmal mit anderen Farben nur, aber auch genau dieselbe mit 10er LEDs. Dann haben wir so eine super süße Tasche mit so einem Hasen drauf. Da kannst du auch perfekt so was zum Verschenken oder wenn du Kinder hast oder so für 4,65. Dann kannst du da so Ostereier und sowas reinpacken. Schokolade und so. Und das ist auch voll süß, solche Vögel zur Deko. Einmal in rosa für 1,75. Und dann einmal in grün. Und dann für 4,45 so eine Pflanze. Und diese Tasse fand ich immer mega süß. Mutter und Kind für 5,95. Und dann haben wir nochmal so ein Schälchen mit so einem süßen Häschen, mit so einem Ballettkleid oder was auch immer. Röckchen für 5,95. Dann haben wir nochmal so einen Teller mit einem Häschen drauf. Voll schön. Für 5,95. Das Bild fand ich voll cool. Do more of what makes you happy. Natürlich kommt da ein Bild rein, aber fand ich sehr cool. So ein Bilderrahmen halt kannst du auch zum Beispiel auch zum Verschenken benutzen. Dann so Schmetterlinge zur Deko. Perfekt für den Frühling und auch für Ostern. Oh, das ist voll cute. Das ist so magnetisch für 2,25. Ein Schäfchen. Kannst du zum Beispiel auch eine Lampe oder irgendwo halt, wo es magnetisch ist, dran machen. Oh, und guck mal, wie süß dieses Häschen in Weiß. Es gab es auch in Braun, das ist aber schon ausverkauft gewesen. Habe ich mir auch noch gezeigt. Und so einen süßen kleinen Mini-Hasen für 3,25. Und dann nochmal so einen Braun mit einer Möhre, fand ich auch sehr witzig. Und dann nochmal so einen Weißen mit einer Möhre. Auch voll cute. Für 2,25. Und dann mal so einen Braun mit einer Möhre. Für 2,25 auch das Häschen. Dann haben wir nochmal so ein grauen Häschen. Für 7,55. Also perfekt auch für Kinder als Geschenk oder auch als Deko oder so. Und das ist auch voll cute, so ein Mini-Hasen, so für 3,25. Und den hatte ich euch schon gezeigt mit der Möhre. Für 3,95. Und ja, nochmal so ein ähnlich, noch ein kleiner für 2,25. Und dann nochmal so ein weißen mit so einem Schal oder was auch immer. Für 3,25. Und nochmal so ein mit so gelben Öhrchen mit einer Möhre drinne für 2,25. Und das finde ich auch super süß mit so einem Häschen, das so glitzert dran. Dann hinten, ne? Die Blume von dem Häschen für 3,25. Kannst du ja auch super Geschenke reintun. Oder auch wenn du was versteckst oder so zu Ostern. Ja. Und was ich auch ganz cool fand, hier habe ich gesehen, es ist mutig, ist das neue schön. Das ist von den Unternehmerinnen, Friseurinnen und Freundinnen von Langermädchen. Das fand ich ja sehr interessant. Er soll so Einblicke über deren Leben geben. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Kann vielleicht auch mal verschenken. Ich weiß nicht, wie mich das so interessiert, aber ja, ist ganz cool. Und dann gab es noch so eine Pflanze in weiß. Also mit so einem weißen Topf. Und dann nochmal so eine für 4,25. So mal so 2,25 nochmal so ein süßes Schäfchen zum Dranmachen an so Lampen oder so. Kann man das dann machen, so magnetisch. Und hier, was auch voll cool ist, so ein Keramik-Schälchen. Nicht Keramik, ich glaube, es war so, ich weiß gar nicht, welches Material das war. Auf jeden Fall ist es so schon an Sommer angelehnt. Und hier so eine süße, so eine Kerze, Zitronenkendel, Zitronella-Kendel.
Wer solche Gerüche mag, für den ist das was. Und dann nochmal hier Zitronella Candle. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist, nur dass das Design anders ist, weil rot ist. Die Verpackung, dann habe ich nochmal ein Glas. Für 2,45. Dann für 2,45. Und dann nochmal so eine Vase, da kannst du halt Blumen reinmachen, so zur Deko für den Sommer. Und alles hat so Boohoo-Vibes, so Summer, schon für den Sommer, Frühling, Sommer. Und das finde ich auch ganz cool, so ein Gläschen. Und dann waren da so Rosen drin für 1,45, so als Deko. Und dann nochmal ein Weiß, auch für 1,45. Und dann haben wir hier so eine Solarlampe, das ist ja voll cool. Da zum Beispiel auch für den Garten oder so. Zum Beispiel, wenn es abends schon dunkler ist. Und Traumfängeln gab es auch noch. Als Deko zum Beispiel für den Garten oder auch für den Indoor-Bereich, wie auch immer. Terrasse oder so. Und dann gab es hier nochmal so ein Glas. Und nochmal in Gelb gab es auch nochmal so ein Glas. Das war, glaube ich, so ein Kunststoff, war das. Aus dem diese ganzen Gefäße waren. Und dann gab es auch noch, das fand ich auch sehr cool, so zur Dekoration, so Pong-Pong-Lichterkette. So eine Girlande sollte das sein. Dann haben wir hier nochmal für 12,25 solche Lichter. Dann nochmal in Blau. Luminous Light. Das ist auch cool. Dekorationsartikel 8,45. Das ist halt, ne, kannst du, wenn du was verstecken willst zu Ostern oder auch als Geschenkidee. Und hier noch so ein süßes Schaf gab es auch noch in diesen Kuscheltier-Dingsbums. Für 7,55 in dieser Krimskrams-Kiste. Ich finde das sehr, sehr witzig, das Schaf. Und dann nochmal mit so einem blauen Schal. Und dann nochmal so ein graues Häschen. Für 7,95. Dann gab es von Ebelin so einen Aufsteller. Da gab es einfach für 5,95 so eine Paddlebrush. Dann gab es Lippenpeeling-Handschuhe. Auch sehr interessant. Dann haben wir hier so einen Massageroller. Für 6,95. Dann haben wir hier Ebilene Abschminken-Handschuh-Set. Auch sehr interessant. 3,95. Dann haben wir Ebilene Haarturban. Das gibt es ja auch so im Standardsortiment. Und das ist jetzt ein anderes Design und das kostet 5,95. Dann haben wir hier Gua Sha Massagepilz. Gua Sha soll ja sehr gut sein und das Massagepilz, was noch nicht ausgetestet war, 6,45. Ja, sieht sehr cool aus. Dann für ein Ebelin Gesichtsreinigungsschwamm für 2,45. Und Ebelin Luferschwamm für 2,95. Dann haben wir hier solche Anti-Stress-Bälle. Finde ich auch sehr interessant. Mit lustigen Gesichtern für 6,95. Mit fröhlichen Gesichtern für 6,95. Dann haben wir hier Ebelin Taschenklappspiegel, auch cool. Für 2,95, so für unterwegs. Es gibt auch diese, wo eine Haarbürste drin ist, weil das ist einfach ohne Haarbürste. So für unterwegs. Dann haben wir hier Ebelin Pflegesöckchen. Für 2,95. Und Ebelin ergonomische 4,95, das ist was für die Füße. Und das ist auch was für die Füße. Ew. Ebelin doppelseitige Fußpfeile für 2,95. Also es gibt ja nichts, was ich ekliger finde, so am Körper als Füße. Boah, ich finde Füße so eklig. Dann Ebelin Rückenkratzer für 3,95. Dann haben wir Ebelin Reinigungspads. Auch sehr cool.
Für 8,95. Eblin 2-in-1 Badepuff für 2,95. Ne, kannst du dich mit abrubbeln, kannst du beim, wenn du duschen gehst, benutzen oder beim Baden. Dann hatten die noch so einen Aufsteller, Seifenspender war ausverkauft, dann hatten die hier so einen Standspiegel. Scanner bei Parsa Beauty. Dann gab es für 7,95 so einen geflochtenen Korb. Kannst du als Aufbahrung benutzen. Fürs Badezimmer, sieht dann ganz schick aus im Badezimmer. Dann für 5,95, das ist so ein Handfeger-Dingset. Dann Tischläufer für 9,95. Und nochmal in Schwarz, auch nochmal ein Tischläufer. Ne, Geschirrhandtücher von Scanor für 6,95. Und das hat die Van Fyde weggepackt. Das war nämlich aus dieser Disney Limited Edition. So, jetzt sind wir in dieser Sonnenpflegeabteilung. Da wollte ich mir jetzt mal mitnehmen, schon mal für den Urlaub und auch für den Frühling-Sommer. Sundance 30 Schutzfaktor, 30 Lippenpflege mit Kokosduft. Fand ich sehr cool, deswegen habe ich mitgenommen. Dann sind wir hier in der Maskenpflegeabteilung und da gab es zwei neue Masken. Einmal die Maske Tropical Dream mit Wassermelonen und Sternfruchtextrakt. Klang sehr spannend, habe ich direkt mitgenommen. Dann für 50 Cent, ich glaube, so eine Maske gab es schon mal so, wenn ich mich nicht täusche, so eine ähnliche Maske, Berry Sweet. Ja, durfte natürlich auch mit. Dann sind wir hier in dieser Body Lotion Pflegeabteilung und wollte ich mal zeigen, so, was es so Neues gibt. Also es gab bei Lea, es gab schon Cellulite G-Creme Body Fit, soll wohl gegen Cellulite helfen, aber das ist jetzt nicht neu. Dann hier was neu ist bei Lea, Wasserspray Exotic. Und ja, ich hatte ja letztes Mal in dem anderen Häuf Wasserspray Berry, hatte ich mir letztes Mal mitgenommen für 1,45 und Wasserspray Aqua, es gibt schon länger. Das ist ein Dupe zu MacFix Plus, also wirklich kann ich euch als Tipp zur Make-up-Fixierung nur empfehlen. Und was es aber schon länger gibt, aber sehr gut ist, Balea Body Spray Aloe Vera. Finde ich auch sehr gut, liebe Aloe Vera, weil es auch Feuchtigkeit spendet ist. Und ja. Und diese Body Lotion kann ich euch auch empfehlen. Balea Body Lotion Magic Summer hat jetzt eine neue Rezeptur, aber auf jeden Fall die alte Rezeptur mochte ich mega davon. Ja. Ich weiß nicht, wie die neue ist. Und dann durfte auch noch ein neuer Rasierschaum mit, und zwar Dahlia Dream. Das ist jetzt nicht neu, das soll nach Dahlia und roten Früchten riechen. Dann sind jetzt bei Essence bei dieser neuen Limited Edition, die habe ich euch schon in dem vorletzten Rossmann Haul gezeigt. Und aber hier gab es noch andere Produkte, die waren bei dem Rossmann ausverkauft oder gab es einfach nicht. Und zwar gab es von Hello Good Stuff so ein Face Scrub. Der soll nach Kokosnuss riechen. Und dann haben wir nochmal von Hello Good Stuff Pineapple Face Mask. Nee, gar nicht. Das andere war auch eine Face Mask mit Kokosnussduft. Was sie noch von Catrice von der Limited Edition Dschungelbuch hatten, Face Serum. Das hatten die beim Rossmann auch nicht mehr. Und dann nochmal hier Face Serum mit Kiwi Water. Und Face Serum mit Wassermelone. Und dann nochmal hier Face Primer von Mowgli. Und jetzt sind wir bei dem Osteraufsteller, gab es einmal so Nougat-Dinger, dann so Kokos-Dinger für 1,95. Dann Erdbeer-Rhabarber-Konfekt. Das gibt es irgendwie jedes Jahr. Und Dinkel-Schoko-Eier. Ich liebe ja sowas. Und Nougat, er gab es auch. Ich liebe Nougat. Dann Mini-Dinkel-Schokokeks in Osterhasenform. Dann gab es einmal einen Zartbitter-Osterhasen von DM Bio. Und dann noch einen so mit Vollmilch-Schokolade. Dann gab es Pastellzauber und Eierbemeißet. Dann haben wir hier nochmal ein anderes Meißet. Farbenfroh heißt das. Kinderleichtes Bemalen. Dann gab es so Erdbeeren. Die sollen wohl auch sehr, sehr lecker schmecken. Dann solche Beeren hier.
Und nochmal Mix-It, Schüttelspaß, nochmal so ein Bemal-Set. Und Maxis Färbeset. Und lustiges Tupferei. Und Silberglanz. Es soll doch mal so einen extra Glanz verleihen, den Eier, wenn man die bemalt. Interesting. Und jetzt sind wir in der Supplements, Nahrungsergänzungsabteilung. Da habe ich von Tete Sepp gab es ganz neu Gerstengras, Kieseerde und Biotin mitgenommen. Für Haare und Haarfarbe und Gerstengras ist ja ein super Food. Also. Und dann sind wir hier in der Kaugummiabteilung. Und da gab es ganz neu von Bilou solche Kaugummis. Sorte Funky Cola Flavor.